Die Protagonisten des heutigen Biers haben sich 2012 auf Mauritius kennengelernt. Es ist allerdings eine ziemlich bayerische Kollaboration. Was dahinter steckt, das verrate ich euch wie immer in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und vielleicht auch richtig Lust habt auf ein doch durchaus spannendes Bier in Bezug auf die Entstehungsgeschichte dieses Bier, denn wir haben es zu tun mit einem Pale Ale. Oh, jetzt ist das ja vielleicht noch nicht so ganz überraschend. Darunter steht New England Style. Ah, das reicht aber noch nicht. Vielleicht sollten wir mal gucken, wer es gemacht hat. Es war Hoppebräu und Hopsteiner. Und ja, Hoppebräu, eine bekannte Kleinbrauerei aus Waakirchen in Bayern, und Hopsteiner ja durchaus ein bekannterer Hopfenproduktevertrieb. Und ja, da haben sich zwei kennengelernt, nämlich der Markus Hoppe und der Marc steht hier nur von Hopsteiner, der damals Sales Manager war. Im Jahr 2012 haben die sich auf Mauritius kennengelernt und haben sich ja dann wohl offensichtlich angefreundet, was natürlich nicht ganz schwierig ist, wenn sich derjenige, der Hopfen anbietet und derjenige, der Hopfen braucht, dann irgendwann auch mal persönlich kennenlernen und das Ganze noch beim Bier passiert. Jetzt haben sie zusammen ein Bier rausgebracht, eben das Pale Ale in einem New England Style, und haben da zwei Hopfensorten verwendet, die ich sehr spannend finde, nämlich Bravo und Solero. Und das sind Hopfen, die in dem Fall, glaube ich, aus der Hallertau kommen. Zumindest der Solero. Beim Bravo weiß ich es jetzt gar nicht. Nee, amerikanischer Bravo. Hier die Hopfenprofile sind hier auch auf der Dose abgebildet. Das Ganze hat 5,7 Volumenprozent, 14 Grad Plato. Und was mir allerdings ein bisschen abgeht, ist die Bittereinheiten. Aber vielleicht sind die ja auch gar nicht so wichtig. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass es hier durchaus in die fruchtige Richtung gehen wird. Zumindest lässt das die Aufschrift der Dose vermuten. Tropische Früchte Mango, Maracuja auf Seiten des Solero, das wäre nichts Neues. Bravo, Orange, Vanille und blumig. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal in Natura an. So, das habt ihr auch noch nie gesehen, gell? So schnell ist das Bier eingeschenkt. Und wir haben es zu tun mit einer schön kräftig getrübten goldenen Farbe. Ein schöner, weißer, am Glas haftender Schaum mit mittlerer bis feiner Pore. Schauen wir mal, was die Nase sagt. Oh, satte Zitrusfrucht. Definitiv Litschi noch dabei. Bisschen Mandarine. Aber gar nicht so intensiv in der Nase. Ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Oh, nice. Also erstmal sehr viel Zitrusfrucht. Damit kommt auch eine schöne Säure mit rein. Geht so ein bisschen in die Mandarine-Richtung. Bisschen Limette auch. Litschi wieder am Start. Bisschen Maracuja, Mango. Aber der Weizen, der ist auch schön mit drin. Denn das Bier ist mit Gerstenmalz, Weizenmalz und Hafermalz gemacht worden. Und gibt dem Ganzen ein schönes, weiches Mundgefühl. Super soft. Schön saftig auch. Auch richtig schön hopfig. Schön frisch, moderate Bittere, aber sie ist da. Also es ist jetzt kein so ein klassisches New England IPA, was den Hopfen mit seiner Bittere überhaupt nicht von der Kette lässt. Ja, schöne Balance in Wahrheit. Angenehme Bittere, die passt richtig schön dazu. Angenehmer mittlerer Körper auch, schöne mittlere Karbonisierung, trotz alledem schön erfrischend. Und auch gut durchtrinkbar, sanfte, weiche Textur, schöne leichte Cremigkeit, auch nochmal vom Schaum hier, der jetzt auch nach dem Nachschenken nochmal oben schön mit einer richtig schönen cremigen Krone drauf sitzt. Und hinten raus angenehme, milde Würze, frischer Hopfen auf jeden Fall, und die Fruchtigkeit bleibt bestehen. Es geht hauptsächlich so in die Zitrusrichtung, angenehme Bittere, wird ein bisschen sanfter und nach wie vor super saftig, dieses Bier. Also eine richtig schöne Kollaboration, die hier Hoppebräu zusammen mit Hopsteiner hingelegt hat. Und deshalb gibt es von ProbierTV dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Hopsteiner-Hoppebräu-Collab Pale Ale im New England Style. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin für heute raus. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann löst es da unten ganz schnell nach. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.